Alle reden zurzeit über die WM, aber was denkt Wetzlar? Wir gehen jetzt mal los und fragen die Wetzlarer, was sie darüber denken. Ja, also die Vergabe hätte so nicht stattfinden dürfen. Jetzt so einen Trara zu machen, finde ich sinnfrei, weil entweder jetzt haben sie es vergeben, jetzt sollen sie auch spielen, meinetwegen. Und dann hätten wir es die Amerikaner geben können. Aber wenn man das nicht will und irgendwo Geld verschiebt, sind wir außen vor, würde ich mal so sehen. Schade für die Spieler, aber hab's nicht verfolgt, aber na, sagen wir mal die Franzosen. Die Deutschen werden ja jetzt rausfliegen. Die haben keine Chance. Was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie an die WM denken? Also sonst habe ich die WM nur mäßig verfolgt, aber ganz ehrlich, diese WM interessiert mich überhaupt nicht. Irgendwie kommt kein wirkliches WM-Fieber auf und deswegen verfolge ich es auch ehrlich gesagt nicht wirklich aktiv. Die WM gewinnen, oh, das ist schwierig. Aber ich bin mir relativ sicher, dass es Deutschland dieses Jahr auch nicht schafft. Mir ist erst vor 5 Tagen aufgefallen, dass überhaupt Fußball-WM ist. Davon habe ich sonst dieses Jahr noch gar nichts gehört. Ich gucke seit 6 Jahren kein Fernsehen mehr und verfolge auch die WM nicht. Naja, dieses Jahr nicht besonders viel, ne? Es wird abgelehnt ziemlich in der Bevölkerung, nehme ich an, oder? Bei uns auch, ja. Ja, Katar halt, ne? Menschenrechte und so. Wenn man hört, wie viele Leute da gestorben sind, schon heftig, oder? Also ich werde auf jeden Fall hoffen, weil ich bin ziemlich für das Team Deutschland. Ich werde auf jeden Fall hoffen, dass Team Deutschland halt gewinnt und ja. War ja die Binde. Und mit Fußball hat es nichts mehr zu tun gehabt gerade. Ja, dass ich momentan eigentlich Interesse verloren habe am Fußball so. Also über die WM auf jeden Fall. Ich denke mal Frankreich. Also wir auf jeden Fall nicht. Ich denke mal, wir fahren dann heim. Ganz, ganz schrecklich dieses Jahr. Ich gucke eigentlich total gerne die WM, aber dieses Jahr nicht. Es geht einfach nicht. Und es ist sehr schwierig bei uns in der Familie. Totale fußballbegeisterte Fans sitzen da und wollen eigentlich gucken. Und dann kommt die Mutter um die Ecke und sagt, das geht ihr nicht, das könnt ihr nicht machen. One Love auch noch verboten. Geht alles überhaupt nicht. Ja, dann denke ich an Katar, dann denke ich an die Menschenrechte, an das, was gerade diskutiert wird. Und natürlich, ob man Fußball sehen sollte jetzt bei den Weltmeisterschaften oder ob man es bleiben lassen sollte. Persönlich habe also gesagt, die Spiele der deutschen Mannschaft, soweit sie das noch schaffen, die nächsten 2 zu spielen, dann schaue ich die, aber die anderen gucke ich mir jetzt gar nicht an. Mehr Gedanken mache ich mir nicht. Ist nicht mehr so interessant, wenn ich also vergleiche, was auf der Welt passiert und sehe, was die Fußballer verdienen, was die Vereine verdienen, gesponsert werden, auch von eben Staaten, die also andere Rechtssysteme haben und das andere Kultur haben, da bin ich nicht mehr so damit einverstanden. Katar, das ist ein komisches Land und Menschenrechte werden mit Füßen getreten und ja, und das interessiert mich eigentlich auch gar nicht. Und allein wie die das schon bekommen haben, ja, die korrupte FIFA, die haben die WM gekauft und ja. Das daran denke ich. Okay, haben Sie einen Tipp, wer dieses Jahr die WM gewinnen wird? Ja, ich hoffe, dass man Außenseiter gewinnt. Also es sieht ja fast so aus. Vielleicht Saudi-Arabien, das wäre mal was. Ja, das ist natürlich eine Schande, was da vorher passiert ist mit den Arbeitern und so weiter. Die Menschenrechte werden nicht richtig beachtet, das ist schon schlimm. Aber trotzdem werde ich das Fußballspiel mir heute Abend oder morgen Abend angucken. Haben Sie einen Tipp, wer dieses Jahr gewinnen wird? Wahrscheinlich Spanien. Das Ort ist kritisch und zum anderen habe ich keine großen Erwartungen an die deutsche Mannschaft, was die Leistung angeht. Und deswegen gucken wir es eigentlich auch nicht. Ich glaube nicht, dass die morgen weiterkommen. Also gegen Spanien keine Chance. Nee, das wird nichts. Und der Austragungsort ist halt auch so ein bisschen fragwürdig, sag ich mal. Okay. Haben Sie einen Tipp, wer dieses Jahr gewinnt? Ich denke Spanien. Ich schließe mich an. Okay. Das könnte schon sein. Also an sich WM okay von Katar. So, ja, es gibt positive und negative Seiten. Aber so, wenn Deutschland spielt, werde ich das trotzdem schauen, egal ob das jetzt in Katar stattfindet oder hier. Haben Sie einen Tipp, wer nach Ihrer Meinung gewinnen wird? Ich glaube Spanien. Von
zur WM, glaube Sportminister. Wir machen eine Umfrage mit Jugendlichen, Straßenumfrage. Eine Minute Zeit, oder? Für Wetzlarer Jugendliche zum Thema Sport. Die WM dieses Jahr ist wie dieser Ball, total kaputt.